Fast 6 Millionen Gewerkschafter aus ganz Deutschland zu vertreten, das ist Ihre neue Aufgabe. Eine Herausforderung, der sich Jasmin Fahimi an der Spitze des Deutschen Gewerkschaftsbundes gerne stellen möchte. Am Vormittag wurde die SPD-Politikerin auf dem Bundeskongress in Berlin mit gut 93% der Stimmen zur neuen DGB-Vorsitzenden gewählt. Die 54-Jährige löst Rainer Hofmann ab, der nach 8 Jahren an der DGB-Spitze nicht mehr angetreten war. In ihrer Rede wies die neue Vorsitzende auf die großen Herausforderungen in der Arbeitswelt hin. Kein Zweifel, wir wollen und werden mit Nachdruck daran arbeiten müssen, dass ein weiterer Klimawandel katastrophalen Ausmaßes abgewendet wird. Wir stehen hinter dem Ziel einer klimaneutralen Wirtschaft und Gesellschaft. Die Zeit ist allerdings vorbei, in der man angeblich zwischen Klimaschutz und Arbeitsplatzsicherheit sich entscheiden muss. Heute stellt sich doch eine ganz andere Frage neu. Schaffen wir einen Wandel, der für alle, auch die Schwächsten in diesem Land, einen Vorteil bringt? Ein Wandel, der nur ökologischen oder nur ökonomischen Maximen folgt, der lässt und den lästigen sozialen Reparaturbetrieb uns oder den Sozialkassen überstülpt. Das ist jedenfalls keine verantwortliche Gestaltung der Zukunft. Diese Rollenverteilung machen wir nicht mit. Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Andreas König in Berlin. Ja, Fahimi hat ihre Antrittsrede gehalten. Wir haben es gerade gehört. Wo hat sie denn ihre Schwerpunkte gesetzt? Ja, die neue DGB-Chefin hat vor wenigen Minuten ihre Antrittsrede hier beendet. Jetzt ist hier gerade Mittagspause im Kongresszentrum. Wenn man es so in ein, zwei Sätzen formulieren will, hat sie gesagt, dass die wirtschaftliche und die gesellschaftliche Transformation, die gerade im Gange ist, gerecht gestaltet werden soll. Der soziale Frieden soll gewahrt werden. Das hat sie betont, das sei ganz wichtig. Das Leben solle sicherer, nachhaltiger, freier werden. Und der wirtschaftliche Wandel soll demokratisch erfolgen. Das waren die Schlagworte, in denen sie das zusammengefasst hat. Und zusammenfassend hat sie dann noch formuliert, dass in diesem Prozess die Gewerkschaften Lotse in der neuen Arbeitswelt und der Gesellschaft und Schutzmacht sein sollen. Fahimi ist ja die erste Frau an der Spitze. Inwieweit wird das auch die Arbeit des DGB verändern? Na, das ist ja ganz wichtig. So hat sie schon zu ihrem Antritt oder als ihre Kandidatur bekannt gegeben oder als die Kandidatur bekannt wurde im Januar gesagt, dass sie sich verstärkt gegen die Diskriminierung von Frauen in der Arbeitswelt einsetzen will. Das hat sie heute auch noch mal betont und das soll auf alle Bereiche der gewerkschaftlichen Arbeit ausgedehnt werden, auf die Gleichstellung, auf die Daseinsfürsorge, auf die Beschäftigungssicherung. Das wird ihr ganz wichtig sein. Wer genau ist denn die Neue nun an der Spitze? Was hat sie für einen Hintergrund? Ja, du hattest ja schon in der Anmoderation gesagt, Jasmin Fahimi ist 54 Jahre alt. Sie kommt aus Niedersachsen und sie ist seit ihrer Jugend SPD-Mitglied. Sie hat Chemie studiert, einen Abschluss als Chemikerin und danach in der dafür zuständigen Gewerkschaft der IGBCE gearbeitet und ist dort sehr aktiv gewesen. 2015 war sie Generalsekretärin der SPD und danach Staatssekretärin im Arbeits- und Sozialministerium von Andrea Nahles. Man sieht also, es ist sowohl eine sehr erfahrene Gewerkschaftsfrau als auch eine erfahrene Politikerin. Heute hat sie gesagt, sie will an der Spitze sein beim DGB und auch betont, dass sie dabei ihre Partei nicht schonen wird, wenn es um gewerkschaftliche Belange geht. Die Gewerkschaften, die haben ja im Moment keine einfache Position. Zum einen ist da die Wirtschaft geschwächt nach Pandemie und durch Kriegsfolgen. Aber auf der anderen Seite ist die Inflation so hoch wie schon lange nicht mehr. Und die Arbeitnehmer fordern nun hohe Lohnabschlüsse. Hat sich Fahimi dazu positioniert? Ja, sie hat gesagt, es ist jetzt keine Zeit für Lohnzurückhaltung und es dürfe nicht passieren, dass die Folgen der Krisen, denen wir im Moment ausgesetzt sind, allein auf die Erwerbstätigen und auf die Schwächsten der Gesellschaft abgewälzt werden. Sie hat in diesem Zusammenhang auch nochmal die Einführung einer Vermögenssteuer gefordert und einer Sonderabgabe für
die Reichen, damit diese entsprechend auch ihre Möglichkeiten, sage ich jetzt mal, an der Bewältigung der Krisen beteiligt werden. Nun ist ja die Zahl der Mitglieder des DGB seit Jahren rückläufig. Zuletzt waren es gut 5,7 Millionen. Vor 20 Jahren allerdings waren wir noch bei 8 Millionen. Wie will Fahimi das nun stoppen? Na, heute in ihrer Rede hat sie gesagt, dass täglich etwa 750 Gewerkschaftsmitglieder dazukommen, mehrere 10.000 im Jahr. Aber du hast es ja schon angedeutet, wenn man genauer hinschaut, sieht die Wirklichkeit etwas anders aus. Wenn man zurückgeht auf die Zeit nach dem Mauerfall 1989-90, da waren es noch 12 Millionen Gewerkschaftsmitglieder, heute 5,7. Man kann also sagen, dass sich die Zahl halbiert hat. Viele der Mitglieder heute sind älter und in den traditionellen Gewerken beschäftigt. Es ist besonders schwierig, Fuß zu fassen bei jungen Leuten und in Start-ups der Digitalwirtschaft oder portalgestützten Unternehmen. Das zeigt ja auch die Auseinandersetzung, gerade wenn man zu Amazon oder Zalando guckt. Das wird eine wichtige Aufgabe sein in den nächsten Jahren, die jungen Menschen davon von Gewerkschaftsarbeit zu überzeugen. Das ist schwierig, weil viele von denen haben Zeitarbeitsverträge oder sind in prekärer Beschäftigung und trauen sich vielleicht so auch nicht richtig in die Gewerkschaft einzutreten. Das wird eine der wichtigsten Aufgaben sein in den nächsten Jahren, die nächste Generation und die übernächste Generation von Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern heranzuziehen. Dankeschön nach Berlin, Andreas König.